weiter geht's jetzt mit einer Neuheit hier bei Pearl TV. Und vielleicht haben Sie auch noch alte Schätze zu Hause. Und was ich mit alten Schätzen meine, das erklärt uns Carsten gleich. Ja. Es geht hier nämlich um Dias und Negativscanner. Und da hat man doch noch einiges, vielleicht auf dem Dachboden, vielleicht noch ein Fotoalbum. Ich habe eine ganze Kiste gefunden. Mhm. Ja, also wir haben Wahnsinn. Da, weiß ich nicht, hunderte von Dias drin. Und Sie kennen das wahrscheinlich noch von früher. Da hat man immer so mal so geschaut. Entweder man hat einen Dia-Projektor aufgebaut, eine Leinwand abgerollt, die Rollade runter. Und dann wurde dann ein berühmter Urlaubsvortrag gehalten mit den entsprechenden Dias. Wenn man zwischendurch mal gucken wollte, was ist da eigentlich drauf, musste man immer so ein bisschen ins Gegenlicht halten, um zu erkennen, naja, das könnte das gewesen sein, das könnte auch das gewesen sein. Das heißt, drum, Sie werden viele von doch noch älteren, etwas älteren Schätzchen von vergangenen Urlauben, von Familienfeiern, von Geburtstagen, von Kindergeburtstagen, von Ihren Eltern vielleicht noch in jungen Jahren noch zu Hause haben, mitunter sogar auf diesen Negativstreifen. Ich habe hier mal einen auch eingelegt. Da habe ich auch noch ein Schätzchen gefunden. Das ich habe schon gesehen. Das muss gewesen sein. Oh Gott, ich glaube, irgendwann in den 90er Jahren. Mhm. Und damit möchte ich jetzt auch ganz gerne mal anfangen. Denn mit so einem Negativstreifen, den ich jetzt hier schon mal in die Fassung reingesetzt habe, können Sie natürlich nicht viel machen. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht wirklich, wer sowas noch entwickeln kann. Wahrscheinlich ein Drogeriemarkt oder ein Fotofachhändler oder sowas. Ich habe es viele Jahre nicht mehr gemacht. Das muss ich aber auch gar nicht mehr wissen, weil ich jetzt hier einen Dia- und Negativscanner habe. Und aus dem mache ich jetzt, oder mit diesem kleinen Gerät jetzt hier eine Neuheit bei uns im Programm, mache ich ganz einfach aus diesem Negativ, wo ich normalerweise eine Woche oder zwei früher drauf gewartet habe, bis es ein Foto wird, wenn man es entwickeln hat lassen, mache ich jetzt ganz einfach mal eine digitale Datei. Und ich möchte Ihnen zeigen, wie das gemacht wird. Das ist das große Display, was Sie natürlich auch dann später zur Bildbearbeitung nutzen können. Das ist ein sogenanntes Standalone-Gerät. Sie können hier die Helligkeit und auch die Farbkorrekturen direkt am Gerät einstellen. Sie brauchen also für keinen einzigen der entsprechenden Arbeitsschritte einen Computer. Das Display hat fast 18 cm in der Diagonale. Und jetzt gucken wir uns das ganze Spektakel mal an. Ich gehe jetzt hier ganz einfach mal auf den Streifen. Das ist ein Filmstreifen. Das ist ein bunter Negativstreifen. Das Format ist jetzt zunächst einmal egal. Und jetzt schiebe ich hier dieses Negativ mal rein. Ich muss das alles mal auf den Kopf machen. Sekunde, wo ist der Schlitz? Ja, genau. Ja, ein bisschen fester drücken. Dann müsste das eigentlich auch gleich schon zu sehen sein. Da haben wir es auch schon. So, guck mal hier. Schau mal, wie wir da sehen. Ja, schau mal hier. Das ist Köln, oder? Irgendwann, das ist in Köln, irgendwann in den, ich glaube, in den Mitte der 90er Jahre muss das gewesen sein. Da habe ich mir mal ein sehr schönes Motorrad gegönnt und mal eine kleine Tour gemacht. Und ich zeige Ihnen jetzt mal, was Sie tun müssen, um aus so einem Negativ, weil es ja nichts, oder als ein Negativstreifen quasi, eine digitale Datei zu machen. Sie drücken jetzt ganz einfach auf OK. Achtung. Schwupps. Und schon ist das Ganze in einer digitalen Form eingespeichert. Ich zeige es Ihnen mal ganz kurz. Hier haben wir das Bild entsprechend. Ja, pass auf, so. Gucken, ob ich dran komme. Ich muss mal schauen. 2 von 1. So, da haben wir es. Moment. So, und da ist das Bild jetzt in einer digitalen Form. Jetzt könnte ich Folgendes machen. Wenn es dir gut gefällt, könnte ich es dir ganz einfach mal auf den Stick ziehen oder per E-Mail übersenden oder ganz einfach per WhatsApp oder wie auch immer. Jetzt habe ich kein Negativ mehr in der Hand. Jetzt habe ich hier ein entsprechendes Negativ ganz einfach mal zu einem Foto gemacht. Jetzt können wir uns das Ganze natürlich auch noch mal mit einem Negativ anschauen, beziehungsweise mit einem Dia anschauen. Lass mich kurz gucken. Dafür muss ich ganz einfach den Negativstreifen entfernen, den Schlitten raus. Übrigens, sämtliche Adapter, die Sie brauchen, sind im Lieferumfang enthalten. Und ich wollte Ihnen mal wegen den Farben ein ganz bestimmtes Bild zeigen. Pass auf, das wird ganz einfach reingelegt, dieses Dia jetzt hier. So, zugemacht. Und jetzt gehen wir mal hier auf den Fotobereich. Na, Moment, einen Blick zurück. So, das gucken wir uns jetzt ganz einfach mal an. Da möchte ich hin. So, Format ist wieder egal, das kann man immer noch später einstellen. So, jetzt packe ich das mal hier rein. Denn Sie können diese Bilder bearbeiten. So, schau mal hier. Natürlich falsch rum jetzt, ne? Ist egal. Oder? Naja, warte mal. So, ist falsch rum. Augenblick, warte. Tausche ich es nochmal ganz kurz aus, wenn dann was vernünftig sein. Weil gerade bei diesem Bild wird die Bildbearbeitung sehr, sehr deutlich werden. Und es ist sehr, sehr interessant, was Sie damit machen können. Sie können die Helligkeit einstellen, Sie können die Farben verändern und das ohne einen Computer zu benutzen. Mhm. Drehen wir es mal rum, dann haben wir es richtig rum drin. So, zumachen, einsetzen. Sie sehen, wie einfach das gemacht ist, von einem Negativ auch ganz einfach mal auf ein Dia. So, da haben wir es. Oh, ja. So, und jetzt möchten Sie die Farben verändern. Gehen wir erstmal auf die Helligkeit. Jetzt ist Ihnen das Bild von mir aus zu hoch belichtet oder zu wenig belichtet. Normalerweise können Sie mit einem Dia so in dieser Form jetzt nichts mehr machen. Jetzt gehen Sie ganz einfach hin und können jetzt hier, das sieht man, glaube ich, mal sehr deutlich, die Helligkeit draufsetzen oder die Helligkeit runtersetzen. Das ist ja wunderbar, so einfach. Das ist cool gemacht hier, oder? Pass auf, so oder aber. Machen wir mal was anderes. Wir gehen hier mal auf die Farbe. Da wird es noch deutlicher. Pass mal auf, jetzt ist es mal im Rotbereich. Jetzt kann ich mal. Ups, Moment. Augenblick.
na, die rote Farbe verändern. So, und jetzt gehen wir mal hier rüber. Da sieht man noch nicht unbedingt allzu viel, aber bei doch hier beim in die Richtung. Sie sehen das, ja? Mhm. So, pass mal auf. Interessant wird es nämlich jetzt, wenn ich mal das Grün verändern möchte. Moment, so, jetzt gehe ich mal auf die Farbgebung Grün. Achten Sie mal im unteren Teil auf das Wasser, was da zu sehen ist. Pass mal auf. Sehen Sie das? Oh ja. Wie sich da die Farben verändern, wie man das verändern kann, mal in die andere Richtung, dann wird es noch etwas blasser, dann sieht man es noch deutlicher. So ist von dem Wasser und von dem eigentlichen Bild eigentlich kaum was zu erkennen. Da müsste man normalerweise mit einem Computer, mit Reproduktionsprogrammen und so weiter rangehen. Ich glaube, so wird es nochmal richtig schön deutlich, oder? Das Schöne ist, du brauchst jetzt hier also wirklich überhaupt nichts mehr zu machen. Du kannst jetzt auch dieses Foto ganz einfach so, wie es jetzt ist, bearbeiten nämlich und das ohne Computer, ganz einfach einscannen, indem man hier oben auf OK drückt, bombs, und schon ist es auf einer Speicherkarte gespeichert. Das können Sie jetzt machen mit all Ihren Dias, mit all Ihren Negativen. Und ich möchte wetten, dass da noch viel mehr Schätzchen irgendwo in irgendwelchen Kisten lauern. Da ist noch ein weiteres Foto mit dem Motorrad drauf. Das war eine ganze Bildserie, wenn man schon mal so ein Ding unterm Hintern hat. Ja. Aber wie gesagt, aus so einem Schnipsel da mal ein Foto machen. Ich weiß nicht, ob man sich den Aufwand gibt und da noch mal ein Foto entwickeln lässt. Jetzt habe ich es eben hier auf einer Speicherkarte eindigitalisiert. Und Sie haben gesehen, wie einfach das geht. Komplett standalone, wie es so schön heißt. Ohne Computer, ohne Fachkenntnisse, ohne alles. Ganz einfach nur eingescannt und jetzt haben Sie es in digitaler Form. Und bitte noch etwas, ja, so ein Dia oder auch mal so ein Negativ hat natürlich dann im Laufe der Jahre schon ganz schön gelitten. Wir haben es gerade eben auch an den Farben gesehen. Wenn ich jetzt noch mal 5 oder 10 Jahre warten würde, weiß ich nicht, was von diesen beiden, ich sag mal, analogen Medien überhaupt noch übrig bleibt. Das stimmt, noch nicht mal bei fachgerechter Lagerung oder was, werden die wahrscheinlich die Zeit noch überleben können. Irgendwann sind diese unwiederbringlichen Schätzchen ganz einfach zerstört, nicht mehr nutzbar. Und das wäre natürlich schade drum, weil es um Erinnerungen geht, die längst vergangen sind, die vielleicht noch bei Ihnen im Kopf sind. Aber jetzt haben Sie es in digitaler Form und das ohne jeweils einen Computer angeschaut zu haben, ganz einfach mal bearbeitet von den Farben und von der Helligkeit her. Und so, finde ich, kann man ein Bild auch mal sehr schön nochmal anschauen und schön in Erinnerungen schwelgen. Ja, das geht super einfach vor allem auch. Also das kriegen Sie auf jeden Fall hin, hier unsere TV-Neuheit für Sie zum TV-Sonderpreis von 256,49 €. Und bestimmt haben Sie auch noch diese alten Schätze. Die möchte man nicht verlieren, vielleicht möchte man die aber auch mehrfach verschicken. Und das geht ja hiermit auch, weil Sie die dann einfach auch per E-Mail oder so versenden können. Wir zeigen Ihnen auch gleich noch die passende Speicherkarte dafür, also die dann auch am besten direkt mitbestellen. Ich nenne Ihnen jetzt noch einmal die Bestellnummer für unsere TV-Neuheit. Das ist die ZX7270 und die 569 kommt natürlich dann auch versandkostenfrei zu Ihnen. Und das macht richtig Spaß. Also wenn man das vielleicht einfach mal an einem Samstagnachmittag oder Sonntagnachmittag macht mit der ganzen Familie, das ist richtig cool. Man kann so ein bisschen in Erinnerungen schwelgen. Ja. Jetzt brauchen Sie natürlich noch ein Speichermedium dazu. Ich habe mal hinten eins reingepackt, bis 32 GB auf einer SD-Karte können Sie hier gehen. Das heißt, den Speicher können Sie nutzen, damit Sie gleich loslegen können, wenn Sie das Gerät nach Hause bekommen. Haben wir hier für Sie eine Speicherkarte noch mal mit in die Sendung hineingepackt. 32 GB auf einer Class 10, das heißt eine hohe Schreib- und eine hohe Lesegeschwindigkeit. Genau die Qualität, die Sie brauchen, um Ihre liebgewonnenen Schätzchen hier entsprechend auch für die Nachwelt ganz einfach mal in digitaler Form zu speichern. Preis-Leistungs-Verhältnis ist großartig und beides zusammen ist zu einem Spitzenpreis jetzt aktuell zu haben. Also natürlich kann man so eine Speicherkarte auch mal für andere Gerätschaften nutzen, für die ganzen Dashcams, für die Überwachungskameras, auch mal als Erweiterung für ein Handy beispielsweise, für einen Handyspeicher. Aber gerade in dieser Kombination macht es natürlich Sinn, wenn man gleich beides zusammenbestellt. Dann kriegen Sie alles nach Hause und können an so einem verregneten Sonntag irgendwann im Januar ganz einfach mal in alten Erinnerungen schwelgen und das Ganze mal eindigitalisieren. Macht unglaublich viel Spaß, kann ich Ihnen schon zusichern. Ja, die Speicherkarte direkt mitbestellen hier zum TV-Sonderpreis von nur 8,54 €. Hier ist die Bestellnummer, die PX9965 und die 569. Und jetzt sind Sie gefragt, gehen Sie am besten direkt zum Hörer und bestellen Sie hier unsere TV-Neuheit, unseren Dia- und Negativscanner. Es geht super einfach. Sie können hier sogar noch die ganzen Bilder bearbeiten, was ich auch richtig gut finde. Ja. Und einfach hier mit diesen Knöpfen, es ist super leicht, die Bedienung. Und dann haben Sie Ihre Schätze gesichert und da kann dann nichts mehr passieren. Sie können sie einfach auch weiter versenden an Ihre Liebsten. Also am besten direkt jetzt bestellen und dann wünschen wir ganz viel Freude damit.